Okay. Und damit herzlich willkommen, seid grüßt. Willkommen zurück zu einem neuen Part New Pokémon Snap mit dem Zwergfürst. Und wir müssen erstmal tagsüber im Naturpark ganz viele Fotos von Pokémon machen. Das ist unsere Quest. Also geht's hier wieder weiter, oder was? Ja. Und weitere Sammlungen für das Fotoalbum machen. Wir müssen wahrscheinlich noch 3er und 4er Dinger suchen. Jetzt haben wir jetzt schon zweimal durchgespielt, das Ding, aber es ist den Park, aber ja. Wir schießen mal ein paar weitere hübsche Fotos. Versuchen mal sowas hier zum Beispiel ganz nah drauf zu kriegen. Da sollten wir mal zoomen vielleicht. Oh, hier ist ein Pichu. Und war nochmal das hier. Das Pichu mal ranlocken. Und das Chimpep. Zoom. Von hinten. Chimpep, na komm, Chimpep und Pichu. Oha, das war gerade sehr gut. Die drehen uns dann alle die Noten zu. Okay. Mist. X war das. Hier haben wir noch einen Bielitzer. Chimpep haben wir hier noch nie gesehen. So ein Bielitzer. Das haben wir schon mehrfach gesehen, glaube ich. Das wäre gerade gut gewesen mit dem anderen Pokémon noch drin. Oha, was haben wir da? Interessant. Ich habe halt alles wieder verlernt, weil ich so lange nicht mehr gespielt habe. Ja. Wo geht's jetzt lang? Das Chimpep-Foto war doch auf jeden Fall irgendwas wert. Die drei Chimpeps, das muss doch irgendwie, drei Schwalbini, das muss doch auch was wert sein. Ja. Das nicht. Ich mach hier mal den Anknopf. Verdammt. Das ist so verscheucht. Da kommt Pichu. Ein Pichu und Chimpep. Im hohen Gras. Der kommt her. Damit sieht man sie leider nicht mehr so wirklich. Vielleicht habe ich ja ein gutes Foto trotzdem geschossen. Versuchen wir die Scan-Funktion einzusetzen. Ja, versuche ich. Da oben haben wir was. Zu spät. Boah. Ein riesiges Schmetterlings Pokémon. Na ja, fast. Vielleicht ist eins der Fotos irgendwas wert. Die Erkundung ist gleich vorbei. Noch ein paar Kugelei. Weil die Erkundung fast vorbei ist. Ja. Nicht schlecht. Und zurück geht's. Das hat Spaß gemacht. Mal sehen, wann wir hier bei Nacht endlich dürfen. Das ist bestimmt ganz andere Pokémon. Was
Fotos geschossen, 23 Fotos fotografiert, 11. Pokémon fotografiert, 11. Okay. Schauen wir uns mal die Bewertung an. Hier haben wir neue. Chimpep. Naja. Nicht das Ideale. Das mit dem Bischof und das mit dem Dodrifon dran. Mit das Beste. Das Beste ist immer noch nicht gut genug, aber. Okay, da habe ich Bisu Frank irgendwie mit aufgenommen. Das war ja irgendwie, naja. Mehr schlecht als recht. Aber immerhin zwei Sterne, obwohl es so weit weg war. Pichu. Ja, da behalte ich das alte Foto, das war noch das Beste. Dodrich, da hatten wir hier auch schon das Bessere, oder? Ja, das ist wirklich das Bessere. Nee, da finde ich das deutlich schöner. Auch beim Bidiza finde ich das auch schöner hier. Pure Leid, und dann nehmen wir das hier. Hut habe ich immer noch nicht getroffen. Ist zu sehr drin in dem Baum. Schwalbini. Ja, fast identisch. Aber ich nehme das hier. So, Fotos zeigen. Professor Moors Check. Parktag immer noch. Nun wollen wir mal sehen, was du diesmal für mich hast. Chimpep. Neu. Es wird kein so gutes Foto sein. Boah, solide 2500er Wertung. Wieso Frank? Immer ein neues Pokémon. Ja, es war ein bisschen schlechter, weil es auch in der Ferne sind. Aber immerhin. Man sieht kaum Unterschiede. Oh, wie ich sehe, verschlechtert. Oh ne, verbessert. Neuer Rekord. Ein bisschen besser. Und dann Kugelei. Ja, auch verbessert. Sehr schön. Darauf kommt es an, dass man sich verbessert. Na komm. Forschungslevel 2, ja, sehr gut. Forschungslevel, Levelaufstieg. Oh, du hast ein neues Forschungslevel erreicht. Halte deine Augen nach kleinsten Veränderungen offen. Übrigens, da es mit deinen Erkundungen gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Ah, ich hatte mir schon was gedacht. Mit Level 2 kommen dann die Neuigkeiten. Ich erzähle dir davon, sobald du deine Fotos verstaut hast. Du darfst gespannt sein. Ich bin gespannt. Im Album speichern. Ja. Mach mal. Ja, so besondere gab es hier nicht, aber das Chimpep, das müsste man sich mal speichern. Das ist auch nicht schlecht. Das haben wir im Fotodex drin. Können wir uns auch mal merken. Ohne Motiv ist auch nicht schlecht. Haben wir noch ein gutes? Na gut sind sie nicht, aber werden trotzdem gespeichert. Ich weiß nicht, was damit mal anfangen kann. So zum Basiscamp und weiter. Jetzt geht's mal voran in der Story. Scheint mir zumindest so.
wäre ja mal was Tolles. Wenn wir hier ins nächste Gebiet kommen würden oder bei Nacht oder irgendwas sonst mal. Wenn man hier was verschluckt und einspucke. Genial. Du scheinst ein Talent fürs Fotografieren zu haben. Ich glaube, es wird Zeit, dass du dir den Naturpark mal bei Nacht anschaust. Dachte ich mir. In Lingtie tritt man manchmal ein besonders Leuchten auf, das wir das Lumina-Phänomen nennen. Du hast herausgefunden, wie es dazu kommt. Stimmt's, Professor? Ja, aber ich habe bisher nur den Prozess wissenschaftlich erklärt. Das Ziel meiner Forschung ist die Entdeckung der Pokémon, die in der Legende vorkommen. Meinst du die Lumina-Pokémon? Ich dachte, die wären nur erfunden. Ja. Nein, es gibt sie wirklich. Du hast doch die Fotos in den Lingtie-Chroniken von Captain Vince gesehen, oder? What? Auf denen kann man aber kaum was erkennen. Außerdem sind die schon 100 Jahre alt. Dachte ich mir. Wie diese ganzen Alien-Fotos, wo man halt irgendwo sieht, dass von der Alien-Sichtung aufgenommen wurde, immer unbedingt mit einem Toaster fotografiert. Das ist also ganz wichtig, merkt euch, wenn ihr irgendwann mal einem Alien begegnet, also wenn ihr da irgendwo mal ein UFO seht, das unbedingt mit einem Toaster fotografieren. Das ist, so macht man die besten Beweisfotos, damit es auch jeder sehen kann. Nun ja. Das können wir ein andermal besprechen. Dir erstmal viel Spaß bei der nächtlichen Explosion, genau. Ganz genau das. Na dann, auf in die Nacht. Auf geht's, Park bei Nacht. Juhu. Papi hat uns endlich bei Nacht rausgelassen. Das ist schon groß genug. Bisschen ganz groß, fast erwachsen. Und auf geht's. Oha, hier haben wir schon das erste. Oha. Das ist sehr genial. Okay, Belizas haben wir schon oft genug fotografiert. Nicht bei Nacht, aber. Oha. Schlafendes Bisofang. Oha. Dann lief Choplo noch vorbei. In die Herde. Sehr schön. Ich hab schon wieder vergessen, wie man zoomt. So zoomt man. Und mal die Suche. Oh, da ist was, ein Raupi. Entdeckt man tatsächlich neue Pokémon. Sollte noch mal nach oben gucken, da sehen wir einen Kamoks. Oh, nicht schlecht. Schnappschuss geworden. Ach, das war vorbei. Oh, da flog was. Das war und ist. Das waren nur Pflanzen. Oha. Ein Shelterer Garten. So, sehr schön. Das ist ja sehr gut. Das war ein Zitat aus Master Detective Pikachu. Wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler. Oh. Sehr schön. Von hinten aber. Oha, sehr schön. Oh, ein Hut. Das kommt natürlich nur bei Nacht raus. Ein Wahnsinnsfoto. Verdammt.
mach was Besonderes. Okay. Oha. Es lief direkt auf uns zu. Dreh dich um. Ein Pinsir. Das hätte das geniale Foto werden können. Habe ich, glaube ich, verpasst. Noch ein Hut. Oha. Madribi. Großaufnahme von Wadribi. Oha. Chetera. Hey, did you copy? I just picked up a huge energy reading near you. Weil die Energie. Och, hier kommt das. Das Puma schläft auf dem Rücken von dem. Gewaltiger Energieanstieg, was soll das heißen? Okay, ich denke, wir haben einige gute Fotos geschossen. Mal schauen. Es gibt einiges, worüber ich mit dir reden möchte. Aber gehen wir erstmal zur Bewertung über. Okay. Hopplo haben wir hier. Wir haben einmal noch eins auf dem Schlafenden. Aber können wir hier auch mal nehmen. Dieser Frank. Auf jeden Fall nachts interessantere Fotos hier. Ja, mit dem Hopplo ist gar nicht so schlecht. Und woher, was soll ja hier auf den und Biso Frank gehen? Finde ich das fast am besten. Wenn da mehrere drauf sind. Ich würde das nehmen, wenn das als wenn das Zweierwertung kriegt. Finde ich das fast besser, obwohl. Ich würde das hier nehmen, weil dann sieht man sieht das Hopplo noch rausgucken und man sieht dann hinten noch die Herde und das finde ich am besten. Raubli, auch nicht schlecht. Kramurks. Auch nicht übel. Aber das ist ja wohl nicht schlecht. Das ist ein Dreierfoto, aber ich kann mich von dem hier nicht trennen. Wir müssen das hier nehmen. Ah, das ist so gut geworden. Das ist so gut geworden. Das könnte man fast als Thumbnail nehmen. Hast du rechts hin und dann oben das Logo, das wir abspeichern und dann. Ah, das ist so gut. Können wir nicht beide nehmen? Okay, dann nehme ich das Dreierfoto. Wenn wir schon mal eins haben. Okay, Chaterra. Haben wir irgendwie hier Zweier? Ja, das schläft, das muss mir aufheben, wo das hier auf dem Rücken schläft. Finde ich das in der Herde auf jeden Fall besser. Lass mal noch gucken. Das ist nicht übel. Habe ich auch schon zwei, die ich mal unbedingt abspeichere. Das ist nicht übel. Ist zwar nicht ganz drauf, aber da guckt so richtig in die Kamera. Würde ich nehmen. Das ist das Einzige, was wir davon haben. Ich habe mal sehr schöne Aufnahmen von Hut. Können wir auf jeden Fall austauschen. Ja, das hat die Augen halt zu. Und hier ein Wadribi. Da finde ich das ja sehr gut. Und Fotos zeigen, präsentieren was.
Professor Mirrors Jack bei Nacht. Wir haben einen Blick auf die neuen Fotos. Hoppla. Neu. Da kriegen wir bestimmt irgendwann noch bessere Fotos hin. Na, ja, immerhin. 2200. Ein Zweierstern. Ja, neuer Rekord. Auf jeden Fall verbessert. Mit dem Hoplo auch drauf. Großartig. Raupi. Ach, das Raupi war neu oder was? Haben wir nie einen Raupi fotografiert oder was? Gibt's ja kaum. Kramorks. Der eine guckt auch noch so gut, dass wird. Und das eine an das andere Punkt und das Chatterro noch mit drauf. Das wird gut. Hm? Nicht schlecht. Und 3 Sterne. Obwohl ich das andere auch mitnehmen würde. Na, das ist nicht so gut. Fliegen Luft. Aber ein 3er-Stern. Okay, 3er-Stern, okay. Interessant. Tolle Wertung. Zumindest annehmbar. Das finde ich gut, dass es so. Okay, Hut. Das kann ja nur besser sein. Ansonsten in Ordnung. Wertung sind auch zu Papel. 4000er Wertung. Nicht schlecht. Dann sagt er und dann kommt eine 3000er. Ja. Und kann man durchgehen lassen. Forscherlevel steigt. Oh, bis über die Hälfte. Das ist bei der Erkundung der Strecke auch zu dieser Uhrzeit tolle Arbeit geleistet. Mach weiter so. Ein Geschenk. Ein Gruppenfoto. Das ist ein Forschungstitel erhalten. Du hast dein Profilbild erhalten. Mit einem Mond drauf. Übrigens, da es mit deinen Erkundungen gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Ich erzähle dir davon, sobald du deine Fotos verstaut hast. Darfst ganz gespannt sein. Im Album sprechen, aber unbedingt, da müssen wir jetzt mal durchgehen. Das müssen wir jetzt hier mal, müssen wir mal gucken. Das speichern wir uns. Auch nicht schlecht. Das wollte ich mir speichern. Das ist. Kann ich mir das auf die Switch holen, damit ich mir das mal. Das brauche ich jetzt Thumbnail. Sieht so gut aus, vor allem der so cool gucken, so mit halb geschlossenen Augen. Das ist, jetzt wo ich es sogar mehrfach erwähnt habe, kommt das einfach safe aus Thumbnail. Chatterro-Fotos sehen alle nicht schlecht aus. Das von hinten. Das finde ich auch nicht schlecht mit den Guckenden. Denn der so. Jetzt können wir uns das Große angucken. Nur ausblenden. Ist auch nicht übel. Der eine so. Der ist ganz fröhlich. Weißt du, ob das fröhlich ist? Oder sieht man noch die Kopf vom Chatterro? Auch nicht übel. Ich finde das eine Kramonks, was so komisch guckt, finde ich nicht schlecht, aber. Information speichern auch, wenn das hier nicht guckt. Hier das Foto ist mit dem Schlafenden. Innere Ruhe. Faszinierendes Verhalten. Vergrößern. Das ist echt nicht schlecht.
Finde ich das hier noch besser. Können wir es teilen? Habe ich jetzt alle wieder abgelehnt oder was? Ja, sie werden gespeichert. Das ab zum Basiscamp. Holen wir uns den News ab. Wow. Interessant. Was haben wir denn da? Es ist etwas Unglaubliches passiert. Schau dir das mal an. Na, was ist passiert? Spannt mich nicht weiter auf die Folter. Als du dich der Blumenwiese genähert hast, da habe ich einen gewaltigen Energieanstieg gemessen. Und die Quelle dieser Energie hat sich bewegt, wenn auch nur ein kleines bisschen. Das heißt, das war ein Lumina-Pokémon. Ich kann es noch nicht mit Gewissheit sagen, aber ich denke schon. Wieso ist es jetzt auf einmal aufgetaucht? Hast du irgendetwas Besonderes gemacht? Das habe ich mich auch gefragt. Es ist bestimmt nicht nur durch Zufall aufgetaucht. Daher wäre es am besten, wenn du den Ort der Energiequelle mal genauer ansiehst. Was? Ich will auch mit. Wir zwei werden das Ganze auf dem Bildschirm mitverfolgen, Rita. Brich bitte auf, wenn du bereit bist. Machen wir noch glatt. Aber erstmal würde ich mal ins Labor. Ich würde mal meine Erfolge hier teilen. Online-Funktion. Journalisten. Auch interessant. Auf Platz 444.037 bin ich jetzt. Immer unter Dolly. Dolly, der Schaf. Ja, der Klonschaf. Und über 1R4. Die Liste ist natürlich noch ewig hoch. Ich wollte das teilen hier. Ich wollte noch mal neue Fotos hinzufügen. Album. Auf jeden Fall das hier. Können wir gleich so lassen. Den Namen können wir behalten. Finde ich großartig. Wollen wir den Fotodex nochmal nachgucken. Was fand ich noch so besonders? Hier, Fotodex war das eine hier, das eine, was ich hochladen will. Das kann man hochladen. Und das andere cool gucken da. Kommt auch noch mit hoch. Jetzt war ein wenig Platz für, aber okay, da muss man ins Album gehen. Wo ist denn das Krammux? Hier. Das ist gut, so cool. Hochgeladen. Sehr schön, kriegen wir noch ein letztes. Können wir dann nochmal auswechseln, wenn es. Wenn es mal bessere Fotos gibt. Dann haben wir noch das hier hoch. Finde ich nicht schlecht. Kann ich jetzt mal ein volles Profil. Okay, Professor Moore hat noch keine Linksdinger. Okay,
Okay, wie war das, wie man das Profil teilen kann und anschauen kann, mal andere suchen kann, weiß ich auch noch nicht. Aber wenn ihr mal könnt, wenn ihr es herausgefunden habt, da ist mein die ID hier, die müsst eingeben. D21069627600683634. Das ist hier die ID, wo man die eingibt, dass man mal zum Profil, wenn man, ich weiß bloß nicht wo. Okay, ID, wo ich da das eingebe. Wüsste ich sehr gerne mal, ob es ja irgendwo eine Suchfunktion gibt. Ich habe es noch nicht herausgefunden. In meiner Ecke ist auch was Neues. Forschungstitel. Ah, okay. Erst Post, Social Media Neuling. Ich schaue in die Kamera. Ein Gruppenfoto war das Neueste. Das will ich doch auch anheften. Abenteuerdaten. Okay, das müsste, glaube ich, auf mein Profil gehen. Und da mal hier. Ein Gruppenfoto. Okay. Basecamp. Und weiter geht's. Da sollen wir die Luminarzone erkunden. Auf geht's.